Eine weitere Anmerkung: Wird eine Variable in der Initialisierungsanweisung definiert, so erstreckt sich ihr Gültigkeitsbereich über die gesamte Voranweisung, aber nicht weiter. Wenn ich beispielsweise hier schreibe, for in Zahl gleich 0, Zahl kleiner 3, Zahl plus plus, kann ich insbesondere in der Iterationsanweisung und in diesen Bereichen mit der Variable Zahl arbeiten. Ich kann aber nicht anschließend, also nach Beendigung der Vorschleife, ausgeben IO println Zahl, denn Zahl ist hier ungültig. Der Gültigkeitsbereich endet nach Beendigung der Voranweisung.